Hallo, herzlich willkommen bei den Dice Brothers, dem YouTube-Channel von Blogspiel.de. Heute wieder mit dem Yogi und dem Marcel. Hi, schön, dass ihr dabei seid bei unserem, ja, ich sag mal, mehr oder weniger fast spontan Aufzeichnung hier. Das stimmt, heute reden wir nämlich ganz spontan, weil wir haben heute einfach darüber geredet, über die Spiel des Jahres Nominierungen und haben festgestellt, dass gar kein Video dafür existiert auf seinem Channel. Das geht gar nicht. Ja genau, das geht überhaupt nicht. Wir haben also, jeder redet über Spiel des Jahres und wir tun es einfach nach allen anderen. Ja, richtig. So, wir haben jetzt alle Meinungen eingesammelt und jetzt tun wir unsere noch dazu. Die will wahrscheinlich um diese Zeit schon keiner mehr hören, aber es ist uns egal, wir machen einfach trotzdem. Oder? Richtig, ja, also, genau. Das ist eigentlich vollkommen egal. Das wir labern einfach mit Infos zu, ob ihr die hören wollt oder nicht. Ja, Infos. Gut, Infos ist gut. Ja. Also, es war, ist oder ja wirklich, Meinungen, kann man ja, sagen. Oder Meinungen, ja genau. Das Spannende ist ja, also man könnte ja immer meinen, alle warten immer so unendlich auf diese Spiele-Jahresnominierung. Ne? Mhm. Geht das ja auch so? Wartest du da drauf mit Spannung? Gehst du da mit, drauf mit Spannung auf das? Oder ist das so, ja nett, jetzt haben wir die Nominierung. Halt. Ehrlich gesagt nicht mit Spannung, weil ich glaube, da ich so viel schon spiele, ist die Spiele-Jahres-Nominierung für mich gar nicht mehr so spannend. Weil es ist für mich eher so, ja, Familienspielniveau. Also beziehungsweise Kinderspiele sind das eher. Ja. Deswegen für mich meistens gar nicht so interessant, wobei mich diesmal was überrascht hat. Ja, da müsst ihr gleich zu kommen. Überraschungen gab es für mich tatsächlich auch. Aber ich muss auch sagen, ganz ehrlich, Leute. Ich finde das ja cool, dass es gibt. So ein toller Preis. Aber ganz ehrlich, so richtig mit Spannung drauf gucken. Also ich war jetzt nicht im Livestream dabei. Ist ja auch ein aufgezeichneter Livestream irgendwie. Das stimmt. Ne? Also, aber hast du ihn geguckt direkt? Nein. Nee, ne? Ich meine, der kommt, glaube ich, auch mitten in der Woche um 16 Uhr oder so. Das ist halt eh so ein bisschen schwierig, aber nee. Also ich habe dann einfach immer geguckt, was ist nominiert. Richtig. Ich meine, ich bin in der Instagram-Bubble da eh unterwegs und dann sieht man spätestens 2-3 Stunden später, sieht man schon, die Nominierungen sind raus. Okay. Weil so ziemlich jeder kurz Glückwunsch an die Gewinner, Glückwunsch an die Gewinner. Was heißt Gewinner? An die Nominierten noch gewonnen hat noch keiner. Aber ja, genau. Es ist ja auch wirklich immer so, ne? Und was soll ich sagen? Also vielleicht gucken wir uns mal die Spiele einfach mal genauer an, was da so war. Und es gibt ja immer, für die es überhaupt noch gar nicht mitbekommen haben sollten, es gibt ja immer zwei Listen. Es gibt ja eine Longlist und eine Shortlist. Also die Longlist sind irgendwie so, weiß nicht, 10 Titel oder irgendwie so insgesamt. Mhm. Und dann gibt es immer die Shortlist, wo dann die drei nominiert, das sind die drei Nominierten am Ende des Tages. Ja. Ne? So. Und ist ja immer ganz schön, wenn die Spiele, also ich hab mir natürlich trotzdem schlau gemacht, wie es funktioniert. Die zählen ja immer erst alle 10 Titel weg, so die auf der Longlist stehen. Und dann kommt die Spannung. Dann wird in beliebiger Reihenfolge welche Umschläge aufgemacht. Und dann kommen die drei tatsächlich Nominierten dabei raus. Das wusste ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Ja, guck mal, habe ich mich absolut informiert, aber ich sage das jetzt ein bisschen despektierlich, aber natürlich ist es wichtig, ne? Also ich finde das auch gut und dass sie auch nicht in Reihenfolge kommen, dass man auch ja nicht irgendwie abschätzen kann, so, ja, den haben sie zuerst gezogen, das ist ja schon der Top-Favorit bei denen. Mhm. Ich meine, sind wir mal ehrlich, Favoriten kann man sowieso erlesen, und das meine ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wenn die Leute die Spielbox liest oder die Blogs von den einzelnen Jurymitgliedern liest, sieht man ja schon direkt, welche Spiele Höchstnoten bekommen haben, oder? Ich finde, das ist immer ein Hinweis. Ja, natürlich ist es ein Hinweis. Jeder hat seine Lieblingsfavoriten und Spiele, die er gerne spielt, und dann ist das. Man weiß ungefähr schon, welche Kategorie, welcher von der Jury wahrscheinlich auch mag, also von daher. Man weiß aber vor allen Dingen auch, wer was nicht mag, und es ist entspannt, wenn man sieht, wenn das Spiel dann trotzdem drauf ist oder nominiert ist, dass er auf jeden Fall eine Gegenstimme gewesen sein muss. Das stimmt. Spannend. Auch ganz cool, ne? Irgendwie, ja, schon. Also ich muss aber sagen, wenn wir jetzt darüber reden, ganz ehrlicherweise, es gibt ja drei Preise. Es gibt natürlich das Spiel des Jahres, den roten Pappeln, den grauen Pappeln, das Kennerspiel des Jahres und ja, das Kinderspiel des Jahres. Ich habe keine Kinder. Ich spiele keine Kinderspiele. Dann hätten wir den Michael dazu einladen müssen hier. Der hätte wahrscheinlich was zum Kinderspiel vielleicht eher sagen können. Schöne Grüße, Michael. Aber ich kann dazu nichts sagen. Also und ich weiß nicht, ich habe keins von den Dingern gespielt. Ich auch nicht. Also Kinderspiele geht an mir komplett vorbei. Total. Also das soll jetzt wirklich auch nichts Negatives sein, aber es ist einfach der Fall. Ich kann, also da sind bestimmt tolle Sachen bei, aber da muss ich sagen, tja, ich finde ja sogar manchmal, dass Kinderspiele echt opulent cool aussehen. Ich meine, es gibt auch Kinderspiele, die auch bei Erwachsenen gut ankommen und sowas. Ich meine, My Goldmine kommt bei uns regelmäßig als Absacker auf den Tisch. Hättest du das als Kinderspiel gewertet? Ja, ist das so ein Kinderspiel oder nicht?
Also ich habe das auch hier. Also ich habe das nicht als Kinderspiel. Ja, schön. Okay, ich habe wohl ein Kinderspiel hier. Ey, okay, ich muss auch zugeben, hier steht auch Looping Louie in der Ecke. Also das muss auch sein. Aber so ist ja, das ist ja auch kein Kinderspiel. Also meistens das nicht. Meistens nicht, ja gut. Außerdem, da kann man gut Technik entwickeln bei Looping Louie. Also dann trifft man immer das. Also egal, lassen wir das. Wir sind ja hier beim aktuellen Jahrgang. Looping Louie ist ja schon was älter. Komm, mal ein anderes Video zu machen, wie Looping Louie funktioniert. Aber grundsätzlich, ja genau. Also ja, dann habe ich wohl mit My Goldmine, übrigens finde ich wirklich ein großartiges Spiel. Also das, ich weiß gar nicht, wie das sie vorgestellt haben auf dem Kanal. Aber das wäre nochmal eine Option. Ich finde, das ist nämlich wirklich eine richtig assige Nummer, wenn man die Plätze tauscht mit einem. So, du stehst vor dem Drachen, ich jetzt am Aus. Du stehst am Ausgang, ich stehe vor dem Drachen. Ich habe das Gold. Tausch mal Plätze. Ja, stimmt. Ja. Großartig. Ein tolles Spiel. Mein Gold, glaube ich, bei Cosmos erschienen, meine ich. Mhm. Ist auch in einer geilen Schachtel übrigens. Ich mag das übrigens, wenn die so Magnet. Ich mag das allgemein, wenn die Spielschachtel auch zum Spiel mit integriert sind. Ja. Das ist eigentlich unheimlich schön. Mhm. Kennst du eigentlich schon wieder abgewichen vom eigentlichen Thema? Das ist schon wieder geil. Ich bin schon wieder beim nächsten. Okay, also wir wollten eigentlich zum Spiel des Jahres kommen. Und lass mal über das Spiel des Jahres sprechen, einfach, würde ich sagen, ja. Oder? Weil, ganz ehrlich, fangen wir damit auch mit dem Highlight an. Es ist ja auch ein wirklich wichtiger internationaler Preis. Mhm. Das ist ja tatsächlich auch so. Und ja, was wollen wir einfach mit den Nominierten direkt anfangen? Ja. Ja, okay, also da gab es schon für mich eine Überraschung, tatsächlich. Ja. Überraschungen, die für mich nicht, also wollen wir direkt mit Überraschungen anfangen? Oder ja, sollen wir mit denen anfangen, wo wir nicht so viel Ahnung drüber haben? Ja, wir fangen mit dem an. Es gibt nämlich tatsächlich ein Spiel, von dem wir wirklich beide eigentlich überhaupt nichts berichten können, oder? Richtig. Ja, das ist? Auf den Wegen von Darwin. Richtig. Und den haben wir uns nämlich nicht bewegt auf diesen Wegen. Kann ich überhaupt nichts zu sagen. Habe ich völlig, also ich meine, ich habe gesehen, dass es den Titel gibt, so, aber... Ja, und vor allem... Bei mir ist es so, ich habe Darwin Journey zu Hause, ich habe Enzyklopädie zu Hause. Brauche ich dann noch ein Spiel auf dem Weg nach Darwin? Brauche ich das wirklich? Ich denke nicht. Deswegen ist das bei mir komplett an mir vorbeigegangen. Ich sage, brauchst nicht. Das ist das Problem. Also Enzyklopädie habe ich hier sogar noch original verpackt stehen, habe ich noch gar nicht gespielt, ehrlicherweise. Aber das will ich unbedingt nochmal spielen. Aber ganz ehrlich, genau, ist irgendwie auch so. Darwin's Journey möchte ich auch nochmal spielen. Das, aber genau, ich denke mir halt irgendwie, ich finde es ja eh immer faszinierend, dass irgendwie gefühlt in einem Jahrgang immer ein Thema gleich von 5 Spielen behandelt wird oder so. Das stimmt. Das ist irgendwie immer interessant, weil ich denke mir halt immer so, Spiele brauchen nur eine gewisse Entwicklungszeit. Das ist doch irgendwie ganz komisch irgendwie, dass solche Sachen immer gleichzeitig kommen. Ja, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich glaube auch, dass wie in der Community es eine Bubble gibt, die untereinander kommuniziert, gibt es auch bei den Verlagen eine Community, die untereinander kommunizieren und die sagen, welche Themen sind jetzt gut, welche Themen sind nicht gut. Das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch. Und von daher glaube ich schon, dass es da schon so kleine Konkurrenzkämpfe gibt. Ah, die Idee finde ich auch gut. Die pitchen wir auch mal bei uns im Verlag vielleicht. Ja. Ja, klar. Aber du hast ja gesagt, Darwin's, auf den Wegen von Darwin, worum geht's da? Was ist das für ein Ding? Also wir können es ja nicht in die Kamera halten, weil wir besitzen es einfach schlichtweg nicht. Richtig. Ich glaube, ich habe mir auch nur ein ganz kurzes Regelvideo angeguckt. Das ist einfach nur ein 3x3-Raster, werden die Tiere ausgelegt, die man auch dementsprechend finden kann. Oder wie nennt man das? Ausstellen kann in seiner Bibliothek. Man hat selber auch ein Raster von 3x3 und dann sucht man sich immer am Anfang das Schiff, ich komme jetzt nicht drauf, wie heißt das nochmal? Die Beagle, genau, dankeschön. Die Stimme aus dem Off, genau. Die Beagle steht, dann darf man sich die eins dieser Plättchen aussuchen. Dementsprechend geht auch, welches Plättchen man genommen hat, die Beagle nochmal weiter. Und dann haben die nächste, ohne Material, ist echt schwer zu erklären. Auf jeden Fall sammelt man dann diese Tiere ein, puzzelt die bei sich in sein Tableau. Und dementsprechend sind da auch Punktewertungen drauf, die dann hinterher getriggert werden am Ende des Spiels. Hm. Und nach 12 Runden, so wenn ich das richtig, oder nach 12 Plättchen ist das Spiel auch vorbei. Also hundertprozentig wiedergeben kann ich jetzt nicht. Gut, wir haben es beide nicht gespielt, ne? Das ist einfach der Punkt, ne? Okay. Aber mechanisch, ja, ist jetzt keine. Aber ein Familienspiel, eindeutig. Ja, Familienspiel. Okay, also gut, dann ist es ja auf jeden Fall schon mal richtig aufgehoben. Definitiv. So. Okay, das zweite Nominierte finde ich persönlich eine Überraschung. Ist eine Überraschung, weil ich habe selber gar nicht gespielt, aber es ist, ich habe es in sehr vielen, sagen wir mal, anderen Podcasts und Besprechungen gehört. Mhm. Und da ging es von echt ein tolles Ding bis zu absolut Belanglosigkeit. Tatsächlich. Mhm. Und das die Rede ist von Captain Flip. Ja. Und also das Spielprinzip, das habe ich jetzt verstanden, weil mir mehrere Leute schon, also weil ich ja schon mehreres dazu gehört habe, ne? Aber krass, du hast es gespielt. Du kannst ich habe es jetzt gespielt und zwar war ich jetzt letztes Wochenende bei den Bandidos auf dem Wochenende. Die haben auch wieder eingeladen. Dann schöne Grüße. Schöne Grüße.
Und dort konnte ich das spielen. Und ich muss sagen, in meinen Augen wirklich ein bisschen belanglos, aber schön. Obwohl das Wort belanglos ja auch schwierig ist. Ja, es ist schwierig. Ich finde es wirklich schwierig. Ich glaube, es hat natürlich hat es eine Rechtfertigung für das Spiel des Jahres Nominierung. Aber da gibt es stärkere. Da kommen wir auch gleich noch zu, was ich unheimlich gut finde, was dabei ist. Ja. Und zwar ist es eigentlich auch so, dass man in diesem Spiel einfach nur, man hat ein Piratenschiff, man sind alle Piraten und suchen halt unsere Crew, glaube ich, raus, indem wir in ein Säckchen greifen. Und da kommt der Clou. Wir haben quasi. In diesen Säckchen haben wir Plättchen, die legen wir offen hin und schauen auf diese Plättchen drauf. Dort ist eine Aktion abgebildet. Und sollte uns die Aktion nicht gefallen, können wir sagen, okay, diese Aktion nehmen wir nicht und dann drehen wir dieses Plättchen um. Ja. Dann müssen wir aber diese Aktion nehmen und die müssen die einpuzzeln. Es kann aber sein, dass sie deutlich schlechter ist, Minuspunkte gibt oder ich andere Plättchen dadurch umdrehen muss oder eventuell eine sogenannte Kanonierin mit ins Board hole. Und sobald ich aber 4 Stück habe, ist das Spiel für mich direkt vorbei. Dann ist es kaputt. Genau, so habe ich es auch gehört. Und dann hat es keine Punkte-Trigger, halt, die man hat. Es ist nichts, macht nichts neu. Ist nicht innovativ, aber es ist schön. Ja, es ist halt ja, schön. Schön. Ja, was soll ich jetzt sagen? Schön. Okay, also wie gesagt, ich muss auch nochmal spielen. Denke ich, wenn ich die Gelegenheit ergibt, werde ich das natürlich sicherlich tun. Aber also da kann ich halt nur sagen, dass die Meinungen hart auseinandergehen. So, von fand ich total cool, ist nett, weil man das schnell gelernt hat, man schnell drauf, man kann sofort loslegen gefühlt. Man hat 2 Minuten Regelerklärung und dann geht es einfach los. Oder man hat halt so, diese Teilbelanglosigkeit. Ja, genau das ist auch das Problem. Aber sagen wir so, wenn es aufgebaut stehen würde, ich würde jederzeit wieder mitspielen. Das ist eigentlich schon ein gutes Zeichen. Ja, okay. Mal eben so eine Runde spielen, weil dauert keine 20 Minuten, eine halbe Stunde ist das Spiel durch. Also ein Absackerspiel. Absackerspiel eigentlich, ja. Okay, gut. Aber auch familientauglich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall familientauglich. Okay, da ist auch schon mal was. Ja, und die dritte Nominierung ist ja mein persönlicher Favorit, aber für mich war das auch eine Überraschung tatsächlich. Ich halte das hier mal rein, das habe ich nämlich tatsächlich. Oh, warte mal, so zack. Es ist Sky Team. Ja. Also, ich habe jetzt hier noch die von der Messe die Version, also direkt von Scorpio Masqué, die englische Version, obwohl das ja völlig egal ist, das Spiel ist komplett spannneutral. Also, aber im Deutschen erschienen bei Cosmos. Ein Zweispielerspiel tatsächlich. Das hat mich gewundert. Ein Zweispielerspiel, wo wir zusammen der eine den Co-Piloten, der andere den Piloten spielt und wir Flugzeuge landen, also unser Flugzeug landen müssen. Und in der Grundversion ziemlich simpel. Ne? Also jeder hat verschiedene Aufgaben. Wir dürfen nicht miteinander sprechen, das ist der Clou. Mhm. Also, ne? Und haben so ein Dice Place. Also wir würfeln unsere 4 Würfel hinter dem Sichtschutz und wir wissen halt nicht, was der andere hat. Und dann müssen wir halt verschiedene Dinge tun. Ne? Wir müssen das Fahrwerk ausfahren. Wir müssen dafür sorgen, dass der Luftraum frei ist. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass wir gerade fliegen und diverse andere Sachen. Und dann am Ende natürlich so alles das Flugzeug so präpariert haben, dass wir auch vernünftig landen können und nicht drüber hinausschießen, nicht zu schnell sind, nicht zu langsam sind. Also es gibt schon so mehrere Aufgaben, die ja zu erledigen sind. Und ich finde es halt, mal abgesehen von dem kleinen Feld, dass man nicht miteinander sprechen darf, ich meine, das macht für das Spiel ist natürlich toll, aber das macht ist natürlich ein kleiner Realismus-Fail, weil ich mich nicht in das Flugzeug einsteigen, wo Co-Pilot und Pilot nicht miteinander reden. Boah, no risk, no fun, oder? Erstmal was Neues, ne? Obwohl heutzutage mit der ganzen Autopilot und mit der ganzen Technik ist es, glaube ich, sogar gar nicht nötig, dass sie miteinander reden, großartig. Ja, ist eigentlich recht, Alter. Also so. Zumindest bei den neueren Sachen. Läuft, ja, genau. Also ich finde es eine mega Nominierung, muss ich tatsächlich sagen. Also definitiv. Ich liebe dieses Spiel auch. Ich finde das großartig. Mein Highlight bei der Spielpreis, ja. Total. Absolutes Highlight. Ich überrascht. Also es gibt 2 Dinge, die mich überraschen. Zum einen, dass es ein Zwei-Spieler-Spiel nominiert ist. Und zum anderen, das Spiel des Jahres und nicht ein Kennerspiel. Genau. Also, okay. Die Grundregel, gebe ich zu, ist relativ leicht. Mhm. Ja, also wenn man nur das Grundspiel spielt, das hat man schnell drauf. Aber diese Module, die da drin sind, und da sind eine Menge Module drin, und man kann, die machen es schwieriger und diese ganzen Flughäfen haben auch verschiedene Schwierigkeiten gerade. So, das heißt, dann wird es schon wirklich tricky. Ja. Also ich sag mal so, der Schwierigkeitsgrad ist wirklich exponentiell nach oben mit dem Modul. Ja. Also es ist wirklich nicht einfach, ja. Mich war schon. Und wie gesagt, es ist ein 2-Personen-Spiel. Das gab es auch, glaube ich, selten oder ich weiß gar nicht. Das kann ich gar nicht sagen. 2-Personen-Spiel nominiert zum Spiel des Jahres? Ich glaube, das ist also gewonnen hat, glaube ich, noch keins, oder? Also das, boah. Okay, die Recherche haben wir im Vorfeld ehrlicherweise nicht betrieben, ne? Muss man jetzt ehrlicherweise mal sagen. Aber, da müssen wir gleich mal drauf kommen. Wir können mal kurz einen Blick drauf werfen, was sonst auf der Longlist noch steht. Das können wir mal so ein bisschen, also mal kürzer abhandeln. Ich habe natürlich hier auf meinem Rechner, den man jetzt
Offseed habe ich natürlich die Liste. Also Ghostwriter bei Pegasus erschienen. Schon mal gezockt? Noch nie gehört. Okay. Ist irgendwie auch so ein Wortratespiel. Also ich habe es auch nicht gespielt, aber ich weiß, dass hier der Michael weiß es zum Beispiel und der Dan, die haben das gespielt auf dem Tag der Brettspielkritik in Mannheim, wo wir da waren. Da haben sie das gezockt abends. Sie waren, glaube ich, ganz angetan. Irgendwie. Harmonies. Das überrascht mich nicht. Hier bei Asmodee erschienen. Habe ich jetzt selber nicht gespielt, weil ich muss sagen, das triggert mich überhaupt nicht. Das hat mich nicht angelacht. Jetzt habe ich aber auch gehört, dass es so ähnlich zu Cascadia sein soll, was auch mal das heißen mag. Aber ja und nein, es hat Anleihen dazu, wie viele Spieler auch, also Naturthema auch. Und man sammelt halt in dem Biom halt die Tiere auch und die triggern auch wieder Punkte. Also ja, hat Anleihen zu Cascadia. Ich habe es gespielt. Mhm. Ich fand es gut, aber ich habe Cascadia schon, ich habe Naturthemen schon, ich habe Plättchenlegespiele schon und der sammelt schon. Dann braucht man es nicht zwingend. Hat man das nicht, ist das ein super, super Einstieg dafür. Okay. Weil ich glaube, auch Preis-Leistung, habe ich gehört, ist auch sehr gut davon. Ich glaube, es kostet 30, 50 Euro oder so. Ja, glaube ich auch. Was haben wir noch? Passt nicht. Passt nicht, habe ich von Schmidt Spiele, habe ich selber noch nicht gespielt. Soll aber so ein, ich sag mal, ja, klingt jetzt komisch, aber so ein, auch so eine Art Uno-Klon sein irgendwie, aber mit so einem Kniff irgendwie. Aber gut, Kartenspiel. Schätz it if you can. Das mag ich. Also ich will das schon die ganze Zeit spielen. Ich stand schon dreimal davor, wollte es mir kaufen. Und dann habe ich mal gedacht, ich habe da richtig Bock drauf, diese Fragen und so. Ich liebe so einen Quatsch. So, ne? Also ich mag das Spielprinzip super gerne, aber ich war zu knauserig dafür, 30 Euro auszugeben. Ich habe es auch noch nicht so wirklich gespielt. Ich habe nur mal, wie ihr sagt, ein Video darüber gesehen und ich fand es sehr amüsant und habe gedacht, okay, das muss ich auf jeden Fall mitspielen. Habe es voll Bock drauf. Und wenn ich mitgespielt habe, weiß ich ganz genau, dann wird es aber mir in der Sammlung landen. Ich befürchte es halt auch. Ich hätte es mir, glaube ich, eigentlich kaufen sollen bisher schon. Also ich finde es halt eigentlich, also solche Spiele liebe ich halt so. Ne? Ich mag auch Anno Domini oder sowas, obwohl das ja nicht ganz so richtig ist. Das sind noch solche Quizspiele, die mal out of the box sind, die nicht so, wo du Fachwissen machst, sondern einfach nur so ein bisschen, ich habe da was gehört, ich habe eine Vermutung. Ja, das macht Spaß. Und das ist einfach das, was der Kniff ist. Ja, weil du halt, wenn du was nicht weißt, nicht so der Dovi bist irgendwie so. Ne? Ja, finde ich auch. Das ist so. So, Tracking, Reise durch die Zeit ist noch drauf. Hast du gezockt? Game Factory? Auch gar nichts. Kann ich auch nicht viel zu sagen. Wollten wir, also wir haben das Spiel schon, das ist tatsächlich, also Michael hat es da, aber wir haben es ja noch nicht gezockt und wollen dann noch ein Video zu machen, kann ich auch nicht viel zu sagen. Also, ne? Und dann gibt es auch Trio, das ist auch noch drauf. Mhm. Cocktail Games. Ja, das ist ja, glaube ich, Spiel des Jahres in Frankreich geworden, ne? Oh, das weiß ich gar nicht. Haben die in Frankreich gewonnen? Faraway. Faraway ist ja noch nicht auf Deutsch. Auf jeden Fall hat Trio auch einen Preis abgewonnen. Das war Frankreich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall haben die auch einen Preis abgewonnen. Ich kann es verstehen, warum. Das hat eine Mischung aus ein bisschen, was ist das? Set Collection, muss diese bisschen Memory. Memory und Deduktion. Du kannst ja ein bisschen lesen damit. Naja. Also, das habe ich auch schon gespielt. Da kann ich also mitreden. Ja, also ich finde es ein nettes Spielchen. So. Aber das ist auch wieder so eins von diesen Spielen, es wo lebt man von sagt. Der Gruppe. Ja, klar, es lebt erst von der Gruppe. Zweitens, ob ich das gewinne oder nicht, ist mir egal, weil Memory war noch nie so meins, aber das macht nichts, kann trotzdem Spaß machen, aber ich tue mich immer so schön mit so einer Art Kartenspiel. Ich glaube, das Problem wird hier auch dieses, wie heißt es, das passt nicht haben. Nett. Aber irgendwie nach einem Jahr gibt es 35 neue Kartenspiele. Ne? Das ist halt, aber darunter leiden die ja alle irgendwie. Ne? Ja, das stimmt. Es sticht nicht so richtig hervor. Wobei, Sky Teams ist jetzt wirklich ein, ja doch. Also, so gut, das ist ja kein Kartenspiel. Dein Tipp, was wird Spiel des Jahres? Ich würde mich freuen und ich würde es begrüßen, wenn Sky Teams Spiel des Jahres werden würde. Ja, das wäre mein persönlicher Wunsch wäre es auch. Aber ich tue mich leider ein bisschen schwer. Also ich würde es hoffen, aber ich denke mir halt immer, ich denke immer so an, es ist Weihnachtsgeschäft. Die Menschen, die in den Laden gehen, für ihre Familie das Spiel des Jahres unter den Baum legen wollen. Ich sage jetzt mal so ganz salopp. Und dann habe ich aber dann zwei Spieler spielen. Ja, was dann macht denn die Familie dann nicht glaub ich, teilen ja, sie dann auf? Jetzt glaube ich eher Captain Flip, weil das sieht erstens bunt aus, es sieht schön aus, es ist auch für einen Vielspieler, kann man das auch mal gespielt haben. Ja, was mit Darwin? Darwin kann, das ist das Problem, das habe ich dann wirklich nur einmal als Video dazu gesehen. Ich habe selbst nicht gespielt. Das Thema ist halt auch, nicht für jeden so zugänglich, glaube ich. Ne? Darwin's Journey ist halt, also Darwin allgemein, ja, kennt man, geschichtlich.
Aber hast du einen Captain Flip, ist halt so ein Eye-Catcher. Ne? Und ja. Piraten. Also ich tue mich wirklich schwer, muss ich sagen. Also ich würde mir Sky Team wünschen, sage ich ganz ehrlich. Aber ich kann es nicht sagen. Also ich glaube, das Problem ist das Zwei-Spieler-Spiel. Also wenn ich so an diese, ich denke wirklich an diese Familie, die dann, diese vierköpfige Familie hier unter dem Baum das Spiel des Jahres auspackt, dann ist das ein Zwei-Spieler-Spiel. Oh nein! So, wir spielen zuerst, dann spielt ihr oder wie? Also, was soll ich sagen? Ja. Also irgendwie. Ich würde es trotzdem wünschen. Ja, also eindeutig, oder? Ja. Also unser Vote geht ganz klar, liebe Jury, ne, ihr habt das jetzt gehört hier, ne, und denkt dran, er hat es bei uns natürlich zuerst gehört. Ne, Spiel des Jahres auf jeden Fall Sky Team. Zuerst gehört. Ja, sehr gut. Ja, genau. Also jetzt noch besorgen, wenn ihr den Pöppel nicht mögt, dann ist es noch ohne Pöppel. Obwohl Sky Team ist, glaube ich, gerade gar nicht gut zu bekommen. Ne? Ich glaube, das ist, glaube ich, nicht gut verfügbar. Das weiß ich gar nicht. Also ich glaube nicht. Ich glaube, das kommt, die nächste Charge kommt wohl erst demnächst, ja. Ja, ich glaube ja. So, ich scroll mal hier weiter. Und zwar zu eigentlich meiner, nee, das ist die Lieblingskategorie, zu meiner Lieblingskategorie im Bereich Spiel des Jahres, ein bisschen Kennerspiel des Jahres. Mhm. Da freue ich mich mal ein bisschen mehr drauf. Und da bin ich auch mehr so im Ratefieber, was könnte es werden? Also das war ja auch beim Spiel des Jahres, das ist mal super schwierig, oder? Mal, nochmal kurz einen Rückblick darauf. Alle haben ja so, es gibt ja viele so Orakelvideos, wir haben jetzt ja keins gemacht, aber es gibt ja super viele Orakel. Und also diese Konstellation habe ich nirgendwo gehört. Nee, das stimmt. Obwohl wir, obwohl ich schon oft über Sky Team schon gesprochen habe, über Spiel des Jahres. Ja, ich hätte das Kennerspiel des Jahres eingeordnet. Ich weiß nicht warum. Ja, das stimmt. Das hätte ich auch eher gedacht, dass es ein Kennerspiel ist, weil die Spiel des Jahres-Spiele sind bis jetzt immer in meinen Augen sehr seicht gewesen. Und für mich ist Sky Teams kein seichtes Spiel. Auf jeden Fall nicht hinten raus. Ja. Also, ich sehe es auch so. Das ist sehr ungewöhnlich. Aber jetzt beim Kennerspiel des Jahres, um jetzt mal die Brücke wieder zurückzubringen, muss ich ja sagen, da gab es für mich auch ganz knallharte Überraschungen. Also wirklich mehrere sogar. Ich möchte sogar sagen, das ist fast schon, bis auf eine Sache, richtig, richtig viele Überraschungen drin. Überraschung kann ich nicht so hundertprozentig sagen, weil ich davon nicht ein Spiel gespielt habe. Ja, schon. Zumindest von den drei Nominierten. Das finde ich schon fast überraschend, muss ich sagen. Nee, das geht mir zum Glück anders. Also besitzen tue ich sie alle, drei Nominierten. Gespielt habe ich zwei davon. Und das dritte logisch, noch nicht. Das wartet auf gespielt. Vielleicht fangen wir mit dem auch an. Weil das haben wir beide noch nicht gespielt, aber da muss ich jetzt bücken und. Oh, warte mal, ich habe noch keinen Sport gemacht. Ich muss. Junge. Geht's oder soll ich helfen? Ja, nee, das geht. Danke. Okay. Es handelt sich Zug um Zug, Legenden des Westens, Zug um Zug, Legacy. Also, ich muss sagen, als das angekündigt wurde, das habe ich gefeiert. Also, ich feiere nicht Zug um Zug, muss ich gestehen. Also, Zug um Zug ist ein schönes Familienspiel, aber mehr auch nicht. Also. An alle Fans, es tut mir wirklich leid, es ist ein gutes Spiel. Und ich habe mir Zug um Zug sogar gekauft. Und ich habe es eben, weißt du, warum ich das gekauft habe? Schon erzählt, ne? Ja. Weil es gibt nämlich einen Alexa-Skill, dass die mitspielen kann. Und ich möchte das unbedingt mal machen. Und deshalb habe ich mir das Original Zug um Zug geholt, um das mal zu machen. Das müssen wir unbedingt mal machen, das machen wir jetzt. Wir nehmen uns das einfach mal vor und machen mal einen Termin und machen wir das. Und das ja, müssen wir, dann müssen wir aber richten, wie das ist, wie die uns abgezogen hat am Ende des Tages. Weil wir nicht fähig waren, dieses Spiel zu gewinnen. Ich hoffe nicht. Ja, genau, ich hoffe das echt, aber ich auch nicht. Aber das fand ich geil. Also weil vor allen Dingen, finde ich, die meisten Legacy Games sind ja kooperativ. Mhm. Wirklich fast, also ganz viele sind kooperativ. Und das ist mal so ein Klassiker, ja, gegeneinander, also kompetitiv, ne? Und ich finde, da war ich mega neugierig drauf. Oder bin ich auch noch, weil ich gespielt habe es noch nicht. Ich habe es hier stehen, wir wollen spielen, aber das triggert mich schon, muss ich sagen. Und da habe ich auch wirklich nur Gutes von. Davon habe ich auch nur Gutes gehört, das stimmt. Nur Gutes. Jetzt muss ich aber sagen, ich bin trotzdem ein bisschen überrascht, dass ein Legacy-Game, erstens ist es ein Legacy-Game nominiert, das finde ich spannend, und zweitens, eigentlich auch ein Spiel, was es schon mal gab. Das stimmt, wobei in der Hinsicht Legacy das nicht zerstörerisch ist, wie viele andere Legacy-Spiele, sondern du hast dann wirklich die Module, die du einfach nur einbaust und hinterher noch dein fertiges Spiel hast. Weißt okay. Du? Und was ist mit dem Argument, Zug und Zug gibt es auch schon? Okay, das stimmt. Zug und Zug gibt es. Aber Zug und Zug gibt es ja auch schon immer und wird es immer weitergeben, so viele Varianten, wie es davon gibt. Ja, es gibt ja noch 2 Millionen Städte auf der Welt, aber kann man auch sagen, ja, Zug und Zug machen, aber
Aber aber es heißt ja immer so, also wenn man diesen ganzen Orakel-Sachen glauben kann, ja, das gibt's doch schon in anderer Form oder ne, wie kann denn das sein und so weiter und dann das kann ja nie auf die Liste kommen, dann kommt es ja meistens auch nicht auf die Liste. Das stimmt. Und jetzt ging es darum und jetzt hast du hier Zug und Zug Legacy. Ja, okay, das ist sehr verwunderlich. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich finde es geil. Also ich finde es eine coole Nominierung, muss ich wirklich sagen. Also das ist schon, aber es ist für mich Überraschung Nummer 1. Oder? Geil. Also aber hoffentlich ein guter Pick. Ich packe das mal wieder runter hier, dieses Schwergewicht. Sollen wir direkt die zweite Überraschung machen, was mich wirklich auch wirklich überrascht hat, weil ich muss ja jetzt hier so wirklich noch Sport. Und zwar, zweites nominiertes zum Kennerspielzahl ist die Gilde der fahrenden Händler. Bei Skellig Games lokalisiert, eigentlich von AEG. Also, da muss ich sagen, das habe ich gefeiert. Ja, das glaube ich, vor allem, weil... Ich das wieder falsch um den Deckel drauf gemacht habe. Das ist nicht schlimm. Das sieht ja jetzt aktuell keiner. Jetzt weiß es sowieso jeder. Aber das weiß man bei mir sowieso, weil ich das kann ich nicht. Jetzt regst du mich auf. Ist ja Wahnsinn. So, ja, jetzt fühle ich mich gleich besser. Ja, das ist wirklich, also ich sag mal, eine Symphonie in Beige und Grün. Ja, also es ist wirklich krass. Also farblich so richtig langweilig. Aber das Spiel ist tatsächlich geil. Das macht total Spaß. Ja, man spielt halt wirklich so ein Händler. Und das ist so ein bisschen so, man ist auf verschiedenen Karten, kann man das spielen. Also man muss halt so, ja, Handelsstrecken bauen. Und es gibt so verschiedene Geländetypen und es werden immer Karten gezogen. Man weiß ja auch, welche Karten im Spiel sind. Ja. Und 6 Stück sind immer grundlegend im Spiel. Genau, ne? Und dann, wo man dann seine Pinöppel draufsetzen darf. Also wirklich, da werden so Holzklötzchen draufgesetzt. Was leider, wenn man am Tisch wackelt, ein Riesenproblem sein kann, weil die nämlich leider nicht so gut an einer Stelle stehen. Aber man muss damit halt neue Städte erschließen und dann nach jeder Runde wird nämlich abgeräumt, tatsächlich. Außer die Städte. Und dann hat man neue Startpunkte und kann neue Gebiete erschließen. Und was cool ist, man kriegt im Laufe der Zeit Sonderkarten, die viel tollere Sachen können, außer diese Standardkarten. Und umso länger das Spiel dauert, umso mehr hat man davon. Und die machen es dann. Ne, da wird das Spiel dann auch asynchron, kann man sagen, weil die Karten hat dann jeder anders. Mhm. Und das ist schon geil. Das also baut Spaß. Das Spiel während des Spiels eine Asymmetrie auf. Ja. Das ist natürlich cool. Ja. Ja, und man kann darüber sprechen, dass es vielleicht ein bisschen solitär ist, weil jeder ja auf seiner Karte da so rumdoktert. Ne? Ist auch so, man kann sich nicht ins Gehege kommen. Ne? Also nicht so wirklich. Aber es macht Spaß. Also ich mag das Spiel. So. Also, und was mich halt sehr überrascht ist, das ist ja erschienen, das ist ja quasi ganz am Anfang erschienen. So, ne, am Anfang des neuen Zyklus Spiel des Jahres, wie soll man das sagen? Also, weißt du, also ne, zum neuen Jahrgang quasi. Das ist quasi so erschienen, dass es nicht im alten Jahrgang sein konnte. Das ist vielleicht so bewusst gewesen. Ja, das ist ganz knapp dran. Und meistens, ehrlicherweise, die Spiele, die dann schon gefühlt schon ein Jahr auf dem Markt sind, die schaffen es nicht. Das stimmt. Da ist was dran, ja. Ganz selten. Und darum freue ich mich doppelt eigentlich darüber. Und ich finde es auch wirklich gut. Also es ist, auch wenn es optisch nicht der Eyecatcher ist, oder? Nee, ich habe mich letzten Tage auch ein bisschen informiert über die Spiele, weil ich die auch nicht gespielt habe. Deswegen wollte ich mich ein bisschen informieren. Ja, und das kannst du eigentlich direkt zur Seite legen, das möchte ich mir mal auswählen. Alles klar. Dann machen wir das so. Gut. Und es gibt noch einen Elefanten im Raum tatsächlich, finde ich, beim Nominierten zum Kennerspiel des Jahres. Das ist wirklich ein Elefant im Raum. Und zwar, die Rede ist von Emission. Hier bei Schmidt erschienen und wir müssen quasi die Welt retten vor der Klimakatastrophe. Und das machen wir kooperativ, indem wir so verschiedene Projekte starten, uns gegenseitig unterstützen. Wir müssen die Wälder wieder aufforsten, wir müssen die Meeresverschmutzung stoppen, wir müssen also vor allen Dingen den Temperaturanstieg möglichst verhindern und so weiter. Und das machen wir mit Hilfe von so Karten, die wir dann für verschiedene Dinge benutzen können. Wir müssen die teilweise auch abwerfen, um Aktionen zu triggern und so weiter. Das ist schon hartes Management. Und man muss halt seine eigene Emission, also jeder spielt halt so ein Staatenkonglomerat, sag ich mal. Einer spielt Nordamerika, der andere spielt Europa und der andere spielt China oder so. Gut, das ist dann kein Konglomerat mehr, das ist ein Staat, aber trotzdem so. Und man muss halt gemeinsam gegen diese Klimakatastrophe ankämpfen. Das ist auch ganz schön challenging, das schafft man auch nicht unbedingt. Also wie ein gutes kooperatives Spiel sein soll. Auf jeden Fall. Ja.
Das war, was mich auch überrascht, thematisch finde ich es halt saustark. Also ich finde, das trifft natürlich voll den Zahn der Zeit. Absolut. Muss man einfach mal sagen. Absolut Zahn der Zeit. Was ich allerdings total daneben finde, ist das Material. Es ist wirklich, wirklich nur geht so. Nur geht so. Und was ich am Ende gemacht habe, weil das darf mir auch wieder keinem erzählen, ich muss jetzt gestehen, ich zeige dir mal diese Player Awards hier. Siehst du das? Mhm. Irgendwie, weiß nicht, also das kann man jetzt nicht sehen, aber das ist hier so richtig lecker dünne Pappe. Und was habe ich gemacht? Der gute Juri hat die Token erstmal in den Plastikbeutel gepackt. Um auch richtig schön Plastik in das Spiel reinzubringen. Ja, denn alles andere war nämlich vorher so in so Papiertütchen, aber Papiertütchen halten für Token einfach nicht so gut. Und deswegen muss ich leider alles in Plastik tun. Das Design ist so richtig 90er, ne? Ja, also wirklich, das Design ist ein bisschen 90er, also genau, wenn man das auch sieht so. Aber das passt irgendwie zu dem Spiel, so der Spielplan. Ne? Also das ist so, das ist ja auch ein ernstes Thema und da ist irgendwie, also ich finde das schon stimmig, aber das Material ist trotzdem, geht so. Man hat aber hier auch darauf geachtet, ne, hier hat man diese typischen, ich habe diese Aufkleber durchgeratscht hier, ne? Da gab es auch keine Plastikfolie drum und so weiter. Hm. Jetzt gibt es nur Plastiktüten drin, weil ich sie reingetan habe. Also du tust was dafür. Das sag ich dir. Hier wird erstmal ordentlich was für die Umwelt getan. Sehr aber gut. Ganz ehrlich, sind wir nur ehrlich, aber die Tüten schmeißen ja auch nicht weg. Die sind das ja stimmt. Da drin, um die Token zu machen. Also, ey, das ist eine gute Diskussion. Lass uns das nicht vorheben, das ist okay. Auf jeden Fall ist es ein ganz schön schweres Ding. Das sind die drei Nominierten. Das finde ich übrigens war keine Überraschung. Weil wenn man nämlich mal guckt, wie auch der Vorsitzende der Jury, der Herr Schrapers, das bewertet hat, überrascht mich überhaupt nicht, dass das auf der Liste ist. Und auch bei den Nominierten ist. Aber ich finde es auch zu Recht da. Ist auch ein gutes Spiel. Also ich finde es gut. Das ist ja auch nicht jeder von überzeugt, weiß ich auch. Aber ich halte es für ein richtig gutes Spiel. Ich spiele eh gerne kooperativ, was soll ich dazu sagen? Und das Thema ist halt zeitlos. Ja, ich würde sogar also sagen, am Zahn der Zeit. Am Zahn der Zeit, ja. Es ist kurz vor 12. Ja, es ist kurz vor 12. Und das muss man wirklich sagen. Ja. Also das ist auf jeden Fall so. Dann können wir ja nochmal gucken, was noch so auf der Longlist steht. Da fängt es hier an, mit dieser Liste mit Bierpioniere, hier von Spielefabeln. Ja. Hast du gezockt? Nein, ich will es aber unbedingt zocken, obwohl es in meinen Augen sehr, ich drücke es einfach so aus, hässlich ist. Ja. Ich finde es einfach hässlich. Sag doch, wie es ist. Es ist absolut hässlich. Ich habe das auf der Spielemesse gesehen, habe gedacht, oh, Bierpioniere, das ist ein Titel, der spricht mich an. Das muss ich sagen. Also schon, ne? Und dann geht man da an diesen Stand und sieht dann dieses, also ich erinnere nochmal hier an die Gilde der Fahnenhändler, diese Symphonie aus Grau und Grün. Ich glaube, dort ist wirklich nur grün, so ganz matschige Grüntöne. Ja. Und man denkt so, mein Gott, ist das hässlich. Und jetzt kommt noch was dazu. Was auch noch dazu kommt, das ist auch gar nicht mal so preiswert gewesen. Das stimmt. Also, das ist übrigens aber auch ein Punkt, der hier interessanterweise bei den Kennerspielen des Jahres auch zu erwähnen ist, weil, sind wir ehrlich, Zukunftszug Legacy ist ein teures Ding. Mhm. Ja, also, ein Huni wirst du mindestens auf den Tisch legen, wahrscheinlich. Das stimmt. Das Emission haben die auch für 70 Euro Startpreis gehabt damals. Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen günstiger, aber das ist auch für 70 Euro war es, ich weiß schon ziemlich teuer. Und, das sind zwei ernsthaft teure Spiele drauf. Das stimmt. Aber daran kann man auch mal sehen, dass das nicht immer so eine ausschlaggebende Sache ist. Aber gut, Bierpioniere. Ja, kann ich tatsächlich auch nicht viel zu sagen. Finde ich, habe genau das gleiche Problem. Ich fand es unfassbar hässlich. Aber ich will mich von was Besserem überzeugen lassen. Auf jeden Fall will ich es mal spielen. Ich will es auf den Tisch haben. Ja. Weil nicht nur, also hässliche Spiele können auch sehr gut sein. Ich habe auch erst vor kurzem, oder ist gar nicht so lange her, das allererste Mal Funkenschlag auf den Tisch gehabt. Und das ist so ein hässliches Spiel, in meinen Augen. Aber es ist grandios. Oh, es ist wunderbar. Okay. Von daher würde ich sagen, okay, das ist nicht mehr so eine Meinungssache. Also hässliche Spiele dürfen nicht gespielt werden. Hässliche Spiele müssen mal gespielt werden. Nein, aber das ist ja der Verrückte, ne? Weil eigentlich ja trotzdem, wenn du mal überlegst, dass trotzdem, wie viele Leute machen Coverkäufe? Da gibt es so viele. Ja. Und ganz ehrlich, man braucht halt eigentlich schon. Eigentlich braucht man was von außen. Ne? Man sieht es ja immer, wenn die Menschen immer bunter und größer und spannender. Und dann ist das eigentlich schon spannend, dass es eher so ein bisschen schlicht ist. Ne? Ich glaube auch eher, weil so ein schönen Cover drauf kurz hängt und nur die Spielpackung in die Hand und dreh um, als wenn das irgendwie hässlich aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist so, ne? Okay. Ja, was haben wir denn noch? Botanicus. Ja. Wieder ein Naturthema. Check.
wie so viele Naturthemen, die jetzt rausgekommen sind. Check. Dementsprechend war mein Blick komplett dran vorbei. Weißt du, es war nicht nur mein Blick dran vorbei, mein Gang war auch dran vorbei. Zum Beispiel auf der Spieldoch in Dortmund bin ich mindestens 17 Mal im Botanikus vorbeigegangen und bin ich einmal stehen geblieben, zu gucken, wie es funktioniert, weil ich kann es nicht sagen. Also es hat mich einfach nicht abgeholt. Also optisch schon nicht. Ich habe es auf dem Tisch gesehen und habe gedacht, okay, das interessiert mich nicht. Wahrscheinlich tue ich dem Spiel Unrecht. Und wirklich. Wahrscheinlich Unrecht. Also ich habe nämlich gar nicht so schlechte Sachen gespielt. Ja, mechanisch und spielerisch wahrscheinlich wieder super. Aber halt... Aber es hat mich persönlich, also wirklich persönliche Meinung, hat es nicht angesprochen. Aber vielleicht war ich auch ein bisschen satt, so was es angeht. Denn jetzt kommen wir nämlich, weil wir können ja zum Spiel sowieso nichts sagen, weil wir beide vorbeigelaufen sind, sogar nebeneinander dran vorbeigelaufen sind. Das stimmt. Kann man auch mal festhalten. kommen wir mal zum nächsten, Mischwald. Und ganz ehrlich, das habe ich hier. Also jetzt habe ich es nicht ungreifbar. Aber Mischwald finde ich zum Beispiel gutes Spiel. Ja, also das Spiel an sich macht immer sehr viel Spaß. Die Punktewertung geht so. Ja, okay. Ansonsten finde ich das Spiel super. Ich finde es auch gut. Es ist einfach so ein schönes Wohlfühlspiel, sag ich mal so schön. Ja, ist es auch. Guck mal, da kommt es aus dem Off herein. Ich habe das Besitz tatsächlich. Das wollte ich aber auch unbedingt haben. Tatsächlich, es wurde ja gehypt. So, es war ja, ich kann auf der Spiel, weiß ich noch genau, am Donnerstagnachmittag war das schon gar nicht mehr zu bekommen. So gefühlt. Hm. Und ich weiß nicht, ob das zu Recht so ist. Weil bei Hype tue ich mich ja immer ein bisschen schwer. Aber es ist wirklich ein gutes Ding. Und es gehört hier auf die Liste. Ich wundert sogar ein bisschen, dass es nicht nominiert ist. Das stimmt. Das wundert mich auch ein bisschen. Was da wirklich immer und überall im Munde ist. Weil die Regeln sind eigentlich total leicht. Ja. Also wirklich leicht. Es geht eher hier auch um die Umsetzung. Da haben wir echt höhere Schwergewichte hier in den Nominierten als das. Also ich finde, also Mischwald, also ich weiß nicht, ob es den Hype verdient hat, darüber lässt sich sicherlich streiten, aber ich finde, es ist ein wirklich gutes Spiel, optisch toll und man baut sich ja wirklich so einen Wald vor sich auf. Das sieht ja auch am Ende wirklich wie so ein kleiner Wald aus vor sich, ne? Und das ist ja ganz cool. Also, wenn man dann so wie ich die Waldtechnik macht mit 19 bis 20 Bäumen, dann ist das ja schon. Ja, dann brauchst du auch ein bisschen größeren Tisch, dann baut man mal kurz eine Platte an und dann läuft dann geht das. Ja, ja husch, sauber. Sehr gut. Ja, aber Mischwald, zum Glück auf der Longlist, muss auch verdient dahin, oder? Ja, also ganz klar. Definitiv. Eine ganz klare Angelegenheit. Ja, dann haben wir noch Ritual, auch ein relativ neues Spiel hier bei Strohmann Games erschienen. Habe ich nur von gehört, stand ich schon dreimal vor, konnte mich bisher nicht durchringen, es mitzunehmen. Irgendwie werde ich es aber, glaube ich, das dauert nicht mehr lange, bis ich das hier habe. Worum geht's da? Ja, du musst halt irgendwie kooperativ in Echtzeit irgendwie so ein Ritual. Ja, mehr weiß ich ja auch nicht. Ne? Also kooperativ triggert mich. Ich finde, es sieht sehr spannend aus. Echtzeit ist ja nicht so jedermanns Sache, aber Ich finde das entspannt. Ich find das interessant. Ja, Echtzeit kann manchmal zu sehr stressigen und Situationen führen, die ja dann auch mal in emotionalen Ausbrüchen ausfallen. Auch das. Das kann passieren. Aber so, ich habe auch überlegt, so viele Echtzeitspiele besitze ich gar nicht. Kites. Ich freue mich hier. Das ist total wahnsinnig. Da wird man bekloppt bei dem Spiel. Ja, kennt ihr das? Nein. Das müssen wir mal gelegentlich mal spielen. Aber okay, aber Kites, aber ansonsten so richtige Echtzeitspiele, gar nicht so viele. Ja, die mögen, aber also die meisten von denen, mit denen ich so spreche, die sagen auch immer, Echtzeit mag ich nicht so. Magic Maze zum Beispiel. Ja, das hab ich verschenkt damals. Also ich fand das gar kein schlechtes Spiel, aber das habe ich verschenkt an Leute, die ja wirklich begeistert von waren. Und ich habe gedacht, naja, ich habe so viele Spiele und ganz ehrlich, ich würde es, glaube ich, nicht dauernd auf den Tisch bringen. Und ich habe gesagt, die bringen es auf den Tisch und dann ist es einfach gut aufgehoben, dann habe ich es verschenkt. Das ist gut, ja. Ganz ehrlich, das habe ich gemacht. Also ich halte das auch für... bei Magic Maze ist doch dieses bam, 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 bam. Du guck doch mal hin, Junge, guck hin. Und dann, du kannst das. Boah, also, oh, Junge, sieh doch. Genau. Diese Momente sind natürlich schon geil. So, ne, also, ja, das macht Spaß. Aber das kommt so selten am Tisch. Wenn man ehrlich ist, ja. Aber jetzt, wo wir drüber sprechen, nehme ich immer Bock drauf. Aber gut, das ist ja immer so. Ne? Also immer so, wenn man hier über Spiele spricht, dann denkt man, das könnte ich ja auch drüber spielen. Wer kennt das nicht? Wenn wir zusammen sitzen, denken wir, das können wir mal spielen. Unsere Backen sind immer größer. Wir brauchen einfach mehr Zeit. Ja, ist richtig. Aber ich muss, das war schon hier. Die Longlist ist schon durch. War es jetzt schon? Wir haben gerade jetzt angefangen. Das stimmt, das war gar nicht so lang. Also gefühlt war es nicht so lang. Aber irgendwie, ich guck mal, wenn wir nichts übersehen haben, nein, das war's. Das gibt's nicht. So, also verrückt. Also, was soll ich sagen? Aber es gibt was mich stört an dieser Longlist. Was? Es fehlen mir mindestens zwei Spiele. Jetzt bin ich gespannt, welche Spiele. Ja, kann ich dir sagen. Ich finde, es fehlt mir einmal Heat. Ich hätte wirklich gerne Heat auf dieser Liste gesehen.
Ich gebe zu, dass mit diesem Exklusiv, mit Thalia am Anfang und so, das ist sicherlich schwierig, aber das Spiel ist so großartig. Ich liebe Heat und ich finde, das fällt nämlich so unter den gleichen Zeitraum wie auch Gilde der Fahnen Händler. Das hätte drauf gekommen. Das stimmt. Und bis jetzt hat auch jede Runde, die ich gespielt habe, immer Spaß gemacht. Auch zu dritt, zu fünf. Und selbst die Bots machen Spaß. Weil die Bots, also wenn du schon mal mit Bots gespielt hast, die Bots können das auch gewinnen sogar. Die spielen mit. Und es gibt noch ein zweites Spiel, was ich vermisse. Das feiere ich nämlich persönlich wirklich sehr. Welches? The Veil of Eternity. The Veil of Eternity? Ja. Jetzt schlag mich bitte nicht, das sagt mir jetzt auch nichts. Wahrscheinlich, wenn ich das Cover sehen würde, wahrscheinlich würde ich sofort sagen, ja, das kenne ich. Das habe ich leider verliehen, sonst würde ich jetzt hier reinhalten. Aber The Veil of Eternity ist dieses Spiel, das ist ein Engine-Builder, wo du so Kreaturen, so Wesen vor dir ausliegen hast, die du dann kaufen kannst, verkaufen kannst und du hast dann so eine Auslage, du musst halt auch Siegpunkte am Ende erreichen, ne? Und du musst halt deine Auslage halt geschickt zusammenstellen, dass die, dass da irgendwie, ja, eine gute Engine warum kommt, irgendwie. Das ist ein richtig gutes Spiel. Das hat natürlich auch Kritiken geerntet, da hieß es dann, ja, man muss die Karten lesen und die haben ja alle Fähigkeiten, diese Karten, dann muss man das alles lesen. Mhm. Aber Entschuldigung, wir sind im Kennerspielbereich, da kann man doch schon mal Karten lesen. Geht das in Richtung Citadels, dass man sich auch die Karten dann... Nee, das ist eher so ein bisschen wie, nicht wie Citadels. Das ist so, du hast also, es geht, werden immer doppelt so viele Kreaturen ausgelegt, wie Spieler mitspielen. Mhm. Also wenn wir jetzt zu dritt spielen würden, würden da sechs Kreaturen liegen. So, und die sind verschiedenen Elementen zugeordnet. Und dann gibt es halt in der Mitte so ein Rad, da werden die so drangelegt. Die müssen auch da drangelegt werden, weil du kannst dann, hast du so verschiedenste Aktionen. Du kannst halt sagen, der Startspieler darf sich zuerst einen reservieren. Dann geht das Reihe rum. Und dann wieder rund zurück. Also der Letzte darf sich direkt zwei auf einmal reservieren. Der Startspieler, der kriegt dann das Letzte, was noch übrig bleibt. So. Und dann, wenn der Startspieler dran ist, kann er sich eine Kreatur, also entweder kann er verschiedene Dinge mit den Dingern machen. Er kann sie entweder verkaufen, um Geld zu bekommen. Mhm. Also die haben bestimmten Wert wahrscheinlich. Die haben bestimmte Werte. Ja, das ist festgelegt. Jedes Element hat das feste Werte. Du kannst halt Sachen, oder du kannst sie gerade auf die Hand nehmen. Weil wenn du sie auf der Hand hast, kannst du sie bezahlen und dann wieder vor dich ausspielen. Mhm. Und was vor dir ausliegt, das ist das, was für dich arbeitet, quasi in der Engine, wenn man so will. Das klingt gut. Das ist saugut. Also mir macht das richtig Spaß und ich finde es wirklich ein Frevel, dass das nicht auf der Liste ist. Das möchte ich bitte mal sagen. Ich hätte das sogar weit oben gerankt. Ich muss das mal direkt notieren. The Veil of Eternity. The Veil of Eternity. Ja, das musst du gleich mal direkt hier im Anschluss um so einen Dreh hier direkt mal googeln. Wenn du das siehst, weißt du genau, wovon ich rede. Das hast du bestimmt schon mal gesehen. Aber gut, alles klar. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Ding. Die fehlen mir auf jeden Fall. Was hier aussieht wie ein Schnitt, war auch einer. So, jetzt mal Butter bei den Fische. Was glaubst du, wird Kennerspiel des Jahres? Schwierig, würde ich sagen. Findest du schwierig? Finde ich nicht schwierig. Du meinst, es ist einfach E-Mischen? Ja, check. Okay, E-Mischen, zack, okay, durch. Ich glaube es wirklich, ja, weil es einfach, ich kann es nicht erklären, also es ist einfach ein angesagtes Thema, ich glaube auch, wenn ich mir die Wertung in Jury-Media angucke, ist das am höchsten gerankt und was ich von den Gilde von Fahrern und Händlern gesehen habe, fand ich auch sehr interessant. Ich finde es auch geil, wenn es das werden würde, muss ich gestehen. Also ich finde das auch nicht schlecht, obwohl ich aber E-Mischen oder Emission, ja, zu Englisch übrigens Daybreak. Das finde ich viel schöner. Ja, aber da ist der Wortwitz ja weg. Ja, okay, das stimmt auch wieder. Ne? Daybreak, ja, also was soll ich sagen? Also ich glaube einfach, dass das das Spiel des Jahres wird. Kann ja. Das sein. Also wir halten nochmal unsere Favoriten. Das ist eine Favorit, das haben wir eben nicht gemacht, sondern hier, zack. Das ist mein persönlicher Favorit dieses Jahr. Den hätte ich sogar als Kellerspiel des Jahres gewertet. Ja. Ich hätte ihn sogar als, das ist Kellerspiel des Jahres. Mit dem roten Pöppel am Ende. Ja, einfach drauf. Ist okay. Fair. Ja. Finde ich auch gut. Ja, ich denke, also dann haben wir jetzt schon eine Menge Zeit, also nicht auf dieser Toraufnahme, weil wir mussten einen kleinen technischen Defekt ausgleichen hier. Aber grundsätzlich, also das sind unsere Favoriten, sagen wir es mal so. Ne? Habt ihr Favoriten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Sagt uns mal eure Meinung zu den Spielen, die ihr davon schon gespielt habt, ob wir da völlig falsch liegen, wie wir wieder nur Kokolores geredet haben oder ob das passt.
Oder ob ihr sagt, ja, natürlich habt ihr recht, das sehen wir ganz genauso wie ihr. Das möchte ich natürlich auch großartig finden. Aber jeder gibt das sein. Ich freue mich auch über andere Meinungen. Ich finde es immer cool, wenn man darüber sprechen kann. Und schreibt es uns gerne in die Kommentare. Freut uns sehr. Umso mehr. Wir antworten auch immer. Also ich sitze jeden Tag und antworte auf YouTube-Kommentare. Tue ich. Ich antworte viel. Also ich bemühe mich wirklich fast jeden zum Antworten. Sehr gut. Ja, so muss das sein. Ja, ich bin dementsprechend auch hier den schönen Daumen da lassen. Klingen, genau. Daumen da lassen. Natürlich, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltet, dann natürlich bitte den Kanal abonnieren. Jetzt machen wir mehr. Folgt uns gern auch auf Instagram. Das muss man jetzt hier in dieser Konstellation ja auch immer sagen. Ja. Ne? Wie ist dein Instagram-Channel? Nochmal hier. Müsste wahrscheinlich eingeblendet werden, aber das ist marcel.board.gamer. Genau. Oder mir einfach dem Brettspiel-Yogi. Ganz genau. Das würde uns natürlich auch freuen. Umso mehr, desto besser. Und umso mehr können wir miteinander kommunizieren und Dinge tun. Ja, ansonsten würde ich sagen, soll es das gewesen sein für heute. Habt eine gute Zeit, spielt was Schönes, spielt die Spiele des Jahres oder die potenziellen Spiele des Jahres oder die es eben nicht mehr werden können, aber zumindest auf der Longlist stehen natürlich auch alle gerne und berichtet. Wir wollen es wissen. Genau, in diesem Sinne, einen schönen Tag. Gut. Bis dann. Ciao. Ciao.